Hallo Review Entertainment Zuschauer, ich springe heute für den Jack Daniels ein, keine Zeit. Ich hätte am Montag und am Dienstag schon für die jeweiligen User einspringen sollen, aber ja, noch einmal Entschuldigung an euch zwar, aber bis 9:30 oder was bin ich erst zu Hause gewesen am Abend und dann wollte ich das auch nicht mehr machen. Jetzt Mittwoch habe ich frei gehabt und deswegen habe ich das Review für den Jack für den Donnerstag jetzt schon gemacht, geht sich ja schön aus. Ja, beim nächsten Mal wieder gerne, meldet euch ein bisschen früher vielleicht und dann schaue ich halt, wann ich Zeit habe und wann nicht. Ja, ich mache heute einen Film, einfach weil es ein bisschen schneller gehen muss und weil ich den Film gerade erst gesehen habe, ist mir noch ein bisschen was im Kopf geblieben. Und zwar ist es mit Jim Carrey, Vergiss mein nicht, oder im Original Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Für mich einer der besten Filme der letzten 10 Jahre, die sich irgendwie am besten noch in mein Gedächtnis gebrannt haben und die einfach so in Erinnerung geblieben sind, einfach weil er so gut ist. Das ist einer, ein Film vom berüchtigten Drehbuchautor Charlie Kaufman, auf den immer öfter zurückgegriffen wird jetzt an. Der ist bekannt worden für Being John Malkovich, verrückter Film, oder Adaption mit Nicolas Cage, den ich leider noch nicht gesehen habe. Dann war der, glaube ich, der 2004 und Regie geführt hat der Michel Gondry. Den kennt man vielleicht von Musikvideos oder auch von Abgedreht mit dem Jack Black. Das ist ein sehr verrückter Film, ist so fast eigene Genre, Science-Fiction, Romantik-Komödie, kann man vielleicht sagen. Es geht darum, Jim Carrey spielt den Joel Parrish und der verliebt sich am Ausflug in die Kate Winslet und die heißt Clementine und den gab polnischer Nachname. So, dann ja, haben sie ein bisschen eine Beziehung, ein paar Monate, keine Ahnung wie lange das dauert, oder ich glaube sogar 2 Jahre. Es wird halt nicht Schritt für Schritt, also so linear erzählt, sondern ja, da komme ich gleich dazu. Auf jeden Fall gibt es eine Firma, da kommt jetzt der Science-Fiction-Teil, die Firma macht es möglich, Erinnerungen zu löschen. Und die Clementine hat den Joel satt und will ihn und alles, was mit ihm zu tun hat, aus ihrem Gedächtnis löschen, wird dann auch gemacht. Und ja, und der Jim Carrey, der Joel, erfährt das eben, indem er zu ihr geht und sie erkennt ihn nicht mehr. Und dann lässt er dasselbe auch mit sich machen, also er löscht die Clementine aus seinem Gedächtnis. Und er ist ziemlich verrückt und während der Prozedur des Gedächtnislöschens will er es eigentlich doch nicht und rennt dann in seinen Gedanken drin rum und versucht sich und die Clementine vor den Typen, die das Gedächtnis eben löschen wollen, zu verstecken, indem er sich in die verschiedensten Erinnerungen irgendwie zurückerinnert mit der Clementine zusammen. Es ist sehr schwer zu erklären, ich weiß, und das klingt ein bisschen komisch, aber es ist echt ein verrückter und cooler Film. Also die meiste Zeit im Film rennt er mit der Clementine durch sein komplettes Gedächtnis, durch seine Kindheit und bla bla bla. Die diese Firma, wo die Kirsten Dunst, der Elijah Wood und Mark Ruffalo arbeiten, also ziemlich cooler Cast da noch, die auch alle sehr super spielen. Also diese Firma löscht das Gedächtnis, indem sie auf alle Stellen im Gehirn zurückgreifen, wo eben eine bestimmte Erinnerung in dem Fall mit der Clementine irgendwie so zu tun hat. Das heißt, die suchen jede Clementine Erinnerung aus Joel seinen Kopf und versuchen die zu löschen und er kriegt dann während er schlaft halt, während sie das machen, raus, wie das funktioniert und versteckt sich dann eben in andere Erinnerungen, auf die nicht so richtig zugreifen können. Also wahrscheinlich hat jetzt keiner kapiert, was ich da gesagt habe, ziemlich viel bla 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 auf Österreichisch, aber ich soll das denn wirklich am Launchen, der ist echt cool und Jim Carrey, so wie ihr ihn wahrscheinlich nie gesehen habt, also der spielt den schüchternen, zurückhaltenden Pessimisten richtig cool, wie man es ihm auf keinen Fall zugetraut hätte, also richtig geil. Eine wunderbar charmante und romantische Komödie, die mit so hochkarätigen Darstellern glänzt wie Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Tom Wilkinson, der spielt auch mit, und Elijah Wood, also das stimmt wirklich. Charlie Kaufman, super Drehbuchschreiber, und Michel Gondry, super Regisseur, finde ich. Ich glaube, der ist von 2004.
Special Features sind da drauf, Darstellerinfos, Making of von Vergiss mal nicht, ein Gespräch mit Jim und Michelle, dann das Musikvideo Light and Dates von der Gruppe The Polyphonic Spree, da wird wahrscheinlich keiner kennen, aber die kommen auch bei Scrubs hin und wieder vor. Dann der Lacuna Werbespot, das ist eben die Firma, die das Gedächtnis löschen kann, Deleted Scenes, Audiokommentar. Das Einzige, was auf der DVD ein bisschen doof ist, Untertitel gibt es nur Deutsch. Das heißt, wenn ihr den Film zum Beispiel so wie auf Englisch anschauen wollt, mit englischen Untertiteln, ist das blöd. Aber ja, was soll man machen? Es gibt, glaube ich, keinen online-deutschen Release für den Film, schade eigentlich. Ja, wie gesagt, Jim Carrey ist eine Offenbarung, zeigt seine bisher beste Leistung. Entertainment Weekly und CNN sagt, eine großartige schauspielerische Leistung von Kate Winslet. Es finde ich von der Kate Winslet der beste Film und von Jim Carrey einer der besten. Und die beste Nicht-Klamauk-Komödie, sagen wir so. Unbedingt anschauen. 10 von 10 Sternen, echt empfehlenswert. Super verrückte Liebesgeschichte mit Science-Fiction-Elementen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.